So, guckt mal nach draußen und rostet vor euch hin. Das ist okay. So, was machen unsere Fuel Blocks? Werdet ihr alle abgeliefert? Ja, ist gut leer. Wie viel haben wir insgesamt? 2,7. Als ich angefangen hatte zu meckern, waren es 2,9. Also sollte ich wirklich hier welche bauen. Hm? Also erstmal lass die Jungs frei. Die Jungs frei. Und dann baust du bitte eine Chemical Plant dahin. Shift rechts, Shift links. Mit einem Ämmchen. Und lila Kisten. Genau. Dann machen wir das Ganze hier auch noch und dann ist gut. Dann sollte das eigentlich erstmal reichen. Lila Kiste, lila Kiste. Speed habt ihr alle die ganz normalen Dreier. Ja. Zip, 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 zip. 2,7. Wie sieht eigentlich unser Strom aus? Nee. Ist okay. Oh, und wir müssen die Edelsteine wieder umstellen, weil wir brauchen kein Grünzeug mehr. Nicht wirklich. Für die Laser Combat Shotgun später wieder. Ja, das stimmt. Warte mal. Das für die Munition sehen wir noch gar nicht. T. Da. Ja, 24 Damage mal 20. Sowas hätte ich beim Panzer erwartet. Genau, da brauchen wir auch Polished Emeralds und 25 Kobaltplatten. Das heißt, nimm mal die da raus, tu die schon mal da rein und bereite ein paar davon vor. So, du bist fertig. Du nimm doch bitte mal Emerald Ore hier rein und zerleg das. Danke. Du hast noch einen guten Vorrat. Ich denke, dass wir das jetzt einmal durcharbeiten. Dass wir so 3, 4 von den Polished Emeralds schon haben, wenn wir mit der Munition anfangen. Dass ich da mal wieder ein bisschen Basen aufräumen spielen gehen kann. Das ist gut. Was ist mit unserer Stromversorgung, die ich jetzt schon 3-mal neu gestellt habe, das Blueprint? Das werde ich auch noch ein 4. Mal neu stellen müssen, oder? Zip, warum fehlt da was? Oh, es fehlen nur 2 Sachen. Das ist doch okay. Bau bitte die 2 Sachen. Und pappt ihr dann irgendwo hin? Ich sehe ja keine Roboter, die jetzt die Dinger hier holen. Aber die sollten eigentlich fertig sein. Ah, da kommen sie. Okay. Das heißt, der komische Energieblock da oben ist dann auch fertig. Was hatten wir jetzt noch so als Ziel genommen? Also als ein großes Projekt hatten wir die Ölgeschichte genommen. Bin ich mit der Ölgeschichte fertig? Ich hatte, glaube ich, die Engines noch nicht gemacht. Also die Engines müssten eigentlich hier ran. Die normalen Engines und die roten Engines, die wir für die Roboter zum Beispiel brauchen. Die müsste ich wieder einstellen. Explosives ebenso. Warum arbeitet ihr nicht? Oh, weil ihr voll seid. Das ist interessant. 2000 grüne, fast 1000 rote und hier genug blaue. Wäre ja fast versucht, ein paar von den Robotern aufzustufen. Aber nee. Nee, lass mal. Ja, du könntest aber schon mal für die Zukunft... Also erstmal Kisten. Alle verschiedenen Kisten bis noch Vorrat haben. Und dann bitte... Keine Refineries. Die da hätte ich eigentlich ganz gerne. Aber viel mehr Stahl. Ich glaube, ich sollte den größeren Stahlvorrat immer vorrätig haben. So. Damit ich hier noch mehr Fuelblock-Dinge hinpappen kann. Ich denke mal mindestens noch einen dahin und dann gucken wir weiter. Ja, ich glaube, sonst sind wir mit dem Projekt hier mit dem Öl eigentlich einigermaßen durch. Wir haben hier unten jetzt schön viel Platz. Genau, hier mit dem Stahl. Zip. Haben wir unten jetzt schön viel Platz für irgendwas anderes. Ich kann hier mal das Muster hinsetzen. Drehen, drehen. Da ist ein Ding falsch. Komischer Kauz. So. Das bitte einmal zubauen.
damit wir hier auch Abdeckung haben. Wobei ich noch keine Ahnung habe, was ich da hinsetzen will. So wirklich großräumige Sachen brauchen wir gerade gar nicht. Ich hätte weiter meinen Akkupark ganz gerne ausgebaut, dass das soweit hinhaut. Dann weiterhin... Ja, wir können hier die Abdeckung noch weitermachen. Wobei mir jetzt schon die blauen Robofors besser gefallen. Haben wir genug Blei? Ich guck mal ganz kurz zu unserer Sonderschmelze. Also einmal hätte ich ganz gerne alles an Kobalt, was da ist. Damit wir daraus dann die Muni machen können. Und Blei sehe ich nur das, was ich jetzt gerade hier im Inventar habe. Und es ist nicht viel. Blei-Roboport, ja, zack. Fast weg. Ha. Ich denke, sobald wir die Combat-Laser-Shotgun-Geschichte da haben und ich losziehe, soll ich wirklich ein Auge offen behalten nach einem Bleivorkommen. Und da dann den Super-Drill einmal raufschmeißen. So. Hm? Seid ihr alle fleißig am Forschen? Schön viele Tränke. Das klappt super. Hätte ich echt nicht gedacht. Also, dass wir es schaffen, jetzt durchgehend die Forschungstränke herzustellen. Die waren ja doch eine recht lange Zeit ein Problem für uns. Also entweder zu wenig hellblau oder zu wenig grüne und so weiter und so weiter. Aber das lag echt nur an diesen vierfachen Multiplikatoren, die denn hier standen. Die sind garstig. Ja, nö. So weit, so gut. Du bist ein Problem. Ich hätte gerne die Kiste schneller leer. Wie kriege ich die Kiste schneller leer? Indem wir die Kisten hier unten gerne größer hätten. Wir sind jetzt immer nur bei 1000. Mach die mal alle auf. 4000. Shift links, Shift links, Shift links. Und bauen wir mal hier... So, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Warum ist da Glas drin? Achso, weil ich Glas haben wollte. Und es ist nicht dieselbe Stackgröße wie Sand. Sand stackt auf 5000, Glas stackt auf 100. Ist auch gut zu wissen. Hey damit. Zip, 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 zip. Also wir brauchen die Schmelzen eigentlich gar nicht. Bräuchten eher Kupfer, das Ganze nochmal. Ja, Lager erstmal ein, ist okay. Gute Schmelzen. Da sind gute Schmelzen. Bauen wir bitte gute Schmelzen. Brauchen wir auch wieder Blei für. Warum kommen die Kupferjungs nicht hinterher? Weil nicht genug Kupfer da ist. Weil du leer bist. Okay, dann nimm bitte das, tu das dahin, tu das. Nimm, 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 nimm. Dahin. So, bitte schnell arbeiten. Bitte hier. Tipp, 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 so. Haltet ihr jetzt bitte eine Weile. Das wäre echt toll, wenn ihr eine Weile halten könntet. Weg, 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 weg. So. Wo ist unser Super Drill? Der war hier. Oh ja, das sieht doch viel besser aus hier. Oh, ein Kampf. Ein epischer Kampf. Wenn ich Speedrun reintun würde, wäre der epische Kampf instant gewonnen von dem Drill. Aber bis dahin ist er episch. Ja, Robot. Und das sind jetzt schon die besseren, ne? Drei von den besseren. Mist. Und hier das Ganze nochmal. Ja. Bau bitte hier. Noch ein Roboport hin. Also, dass wir hier dann noch vier Roboports insgesamt. Also, insgesamt haben wir den vier blaue Roboports hier. Vier blaue da oben. Und so müssen wir noch ein paar andere zentrale Anlaufstellen raussuchen.
wo wir dann weniger Platz haben für Fabriken und dergleichen, aber dafür die Roboter dann schneller aufgeladen werden können. Auch wenn das echt garstig aussieht. Wie viel haben wir da? Ja, geht flott, geht flott, geht flott. Wie viel Eisenerz haben wir vorrätig? Nur 5300. Ist gar nicht so viel. Naja, mach du mal das Feld da leer und dann bappen wir die später irgendwann auf ein Kupferfeld drauf. Mining Drill MK5. Ja, haben wir kein Blei für. Na, ist egal, ist egal. So, neues Großprojekt bräuchten wir dann, richtig? Strom haben wir soweit, Öl haben wir gemacht. Das heißt, ich bin wieder offen für Vorschläge. Es gab schon mal einmal den Vorschlag, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren, das Muster komplett zu machen. Wobei, das ist eher so eine Sache, die mache ich nebenbei. Also wenn ich dann irgendwo was sehe, dann bappe ich die dahin, daraus jetzt ein Großprojekt zu machen. Weiß nicht. Eine andere Sache war, Öl hatten wir, Außenposten. Und da kommen wir auch langsam hin. Also, dank der doch recht aggressiven Drills, die wir jetzt haben, ist unser Eisenfeld bald weg. Und dann brauchen wir definitiv Außenposten. Und wir haben jetzt ja auch die Türme. Das heißt, wir könnten, wenn der jetzt mal durch ist, was er immer noch nicht ist, was ein bisschen komisch ist, also nächste Folge dann wahrscheinlich erst, die wieder alle umstellen auf Topaz, dann so ein gutes Dutzend Topaz-Türme bauen. Wir könnten... Na, wie machen wir die Stromversorgung? Eigentlich müssten wir vorher, bevor wir mit solchen Außenposten anfangen, dann die Solarpanels erforschen. Irgendwie auf MK5 oder so hochbringen. Damit wir dann 4-5 Solarpanels hinklatschen, 4-5 Akkus MK5 und dann die Topaz-Türme. Aber das schaffen die nicht gewuppt, die 4-5 Solarpanels, selbst mit MK5 nicht. Oh, Angriff unten. Unten sollte eigentlich kein Problem sein, oder? 18 Türme schießen. Hallo König. Bye bye König. Du hast eine Mauer geschafft. Das ist ein wenig unepisch. Also am Anfang habe ich echt Horror-Stories gehört von, die beißen sich mit ein, zwei Bissen durch Sandmauern durch und durch Steinmauern noch viel, viel schneller und bla bla bla. Aber war nicht. Also die Steinmauern kommen sie einigermaßen schnell durch, vor allem wenn es mehrere sind, aber ne, man sieht hier gerade, dass das nicht ganz so stark ist. Also wieder mal ein Fall von zu sehr hoch gehypt. Das ist ein bisschen schade. Weil irgendwie läuft es immer darauf hinaus, dass die Gegner gar nicht so stark sind, wie man sich eigentlich immer das ausmalt. Vielleicht bei Hard Curio, das hatte ich glaube ich schon mal angesprochen. Da sehen die Gebäude so aus wie die Zerg-Gebäude aus StarCraft 2. Ich glaube sogar so dieselben Grafiken hat er genommen. Und da bauen sie halt auch ganz andere Gebäude. Und greifen regelmäßig an und all so eine Taktiken. Aber darf man jetzt noch eine Staffel anfangen? Weiß nicht, muss ich mal gucken. Aber da würde ich mir das wieder ähnlich zusammenreimen. Da würde ich mir auch wieder Gedanken machen, oh, die sind bestimmt total stark und dann eine riesen Verteidigung aufbauen, ganz defensiv spielen und am Ende sind sie dann doch wieder langweilig. So. Ich setze jetzt noch ein, zwei von den Dingern hier. Und dann werde ich eine kleine Wartepause einlegen, bis mich die Kommentare einholen, was wir denn jetzt als nächstes machen. Und bitte kein, lass uns anfangen. Jawohl. Lass uns anfangen mit den Flüssigmetallen. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Also es wäre definitiv eines Großprojektes würdig, die Flüssigmetallsache anzufangen. Ja, brauchen ist relativ. Wir können ja einfach immer mehr expandieren und uns die neuen Felder schnappen. Also für Eisen und Kupfer brauchen wir das nicht wirklich. Wofür wir es benutzen könnten, wäre lila Chips zum Beispiel. Lila Chips und blaue Chips, das sollte definitiv besser laufen mit denen. Ja, wäre okay. Wäre eine Heidenarbeit für nicht so viel, was bei rauskommt, aber so lernt man wenigstens mal die Flüssigkeitsdinger kennen.
Wobei das Problem mit dem Kennenlernen ist, er ändert so oft Sachen um. Selbst wenn ich das jetzt vorstelle, heißt es nicht, dass es euch irgendwie hilft, weil eventuell ist die aktuelle Version jetzt schon so viel weiter, dass ne, es dir gar nichts mehr bringt. Also allgemein alles, was euch einfällt an Sachen, was wir jetzt noch machen könnten, während wir daran arbeiten, den Tech-Tree weiter auszufüllen. Und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder, wenn die Kommentare von euch mich eingeholt haben. Also bis dann.